from my given disaster. Speed away from the holy mind. Pride, that's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on lingering. Keep on driving and driving along the road to nothing. Lost my head, don't feel my spark. Between the chores and bottle jug, just me and all the red lights. Keep on driving and driving. Weil ich es dann heute Nachmittag nicht mehr schaffe. Ich komme erst sehr spät nach Hause, weil ich ja heute endlich den Nageltermin und den Wimperntermin zusammen habe. Und jetzt müssen wir noch schnell ein bisschen einkaufen gehen für morgen früh, weil wir morgen Besuch bekommen zum Frühstück. Ja, dann brauche ich morgen früh, obwohl ich muss noch Brötchen holen, aber das geht ja dann schnell, dann brauche ich wenigstens nicht noch einkaufen. Jonas, kommst du Schuhe anziehen? Komm. Wir müssen nur aufpassen, dass der Benni hier nicht abhaut. Komm her. Komm. Schnell den Blitz abhauen. Nee, komm. Komm schnell Schuhe an. Jonas, kommst du? Komm Schuhe an. Ja, komm her. Oder möchtest du die selbst anziehen? Morgen kommt die Jenny, die habe ich damals durch YouTube auch kennengelernt. Sie hat früher vor mir schon Videos gemacht, aber hat es dann auch nicht mehr weitermacht. Also sie hat eigentlich so Schwangerschaftsupdates und mal so ein paar Hauls gemacht oder so. Aber danach hatte sie einfach keine Lust mehr auf YouTube und ist dann, wenn dann, nur noch auf Instagram tätig. Und wir haben uns jetzt schon ein paar Mal getroffen. Das war noch, ich glaube, da waren wir schwanger. Da haben wir uns das erste Mal getroffen. Wir waren zusammen schwanger. Sie hat ihre Kleine, ich glaube, 2 Monate. Mai. Entweder ist sie von März oder von Mai.
Aber sie hat die auf jeden Fall, ich meine, anderthalb Monate mindestens eher bekommen. Ich hole jetzt erstmal mein Frühstück nach. Ich freue mich, sieht nicht schön aus, schmeckt aber hoffentlich gut. Boah, ich habe so einen Hunger und die beiden rauben mir echt momentan den letzten Nerv. Die sind, oh, die haben jetzt gerade nur geschrien. Ben wollte jetzt die ganze Zeit noch gedrückt werden und sobald ich ihn losgelassen habe, hat er geschrien. Dann wollte der Ben, der Jonas natürlich auch auf dem Arm. Dann wollte er aber alleine auf dem Arm. Ich weiß nicht, ob ich mich schon diesbezüglich ausgelassen habe. Aber das muss jetzt nochmal loswerden. Oh mein Gott. Das ist wirklich, also, boah, da muss man echt ruhig bleiben. Und dann hat der Ben jetzt gerade die ganze Zeit noch geschrien. Und ich hatte wirklich einen richtig dicken Hals. Und ich wollte meine Laune nicht an den beiden auslassen. Deswegen bin ich kurz rausgegangen. Und dann hat er sich aber auch wieder abreagiert. Und dann bin ich wieder reingegangen. Und dann war wieder alles gut. Aber boah, das war jetzt gerade richtig, richtig anstrengend. Und dann wollte ich mich ein bisschen ablenken und habe dann hier versucht, weiter zu häkeln, weil irgendwie reizt mich das jetzt doch dann, diesen blöden Fuß fertig zu machen. Falls ihr irgendwie merkt, Mist, ich muss mal runterkommen, fangt mit dem Häkeln an. Weil man kann es dann jederzeit einfach stehen lassen. Beim Nähen ist das wieder was anderes. Man muss sich dann erst wieder hinsetzen, die Maschine aufbauen. Wobei, nicht aufbauen, ich müsste dann erstmal hochgehen. Und so habe ich dieses komische kleine Täschchen. Also es ist einfach so eine Tasche, die ich mal von meiner Freundin aus dem Friseursalon bekommen habe. Mit ein paar Pröbchen. Ja, das ist eine gute Ablenkung. Es macht Spaß. Das hier aus Vinyl habe ich jetzt für meine Freundin gemacht, weil sie einen Kaffeebecher von ihrer Arbeit geschenkt bekommen hat mit Team und dann ist da die Filialnummer von ihr drauf und dann hat sie gefragt, ob ich in der passenden Schrift ihren Namen drucken könnte und das geht ja total schnell. Ich könnte halt aussuchen, ob sie es gerade drauf haben möchte oder schräg. Meine Nägel sind wieder schön, natürlich wieder nur mit einem Hingucker, ansonsten nichts. Ich finde, das sieht dann einfach besser. Das sieht dann einfach ein bisschen besser aus, wenn die dann rauswachsen. Das ist ungefähr so, wie wenn man sich neue Kleidung gekauft hat. Man hat für 3 Wochen wieder schöne neue Nägel und bekommt dann in 3 Wochen wieder andere Nägel. Also das ja, kann man nicht beschreiben. Manche verstehen das vielleicht nicht. Jetzt gehe ich auch direkt weiter zum Wimpern machen. Ich habe heute alles an einem Tag. Normalerweise habe ich das immer versetzt, aber dann sind das 2 Tage, wo ich ja jeweils immer 2 Stunden weg bin. Ich finde das schlimmer, als wenn man dann einmalig 4 Stunden weg ist. Oh, hier wieder diese doofe Straße. Ich bin jetzt hier wieder in meinem wunderbarsten Lieblingsraum. Das sage ich immer wieder. Ich hasse diesen Raum. Also ich hasse diese Arbeit, die hier immer auf mich wartet. Ich bin schon eine ganze Weile wieder zu Hause. Dennis und ich haben noch 2 Folgen Stranger Things geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Davon haben wir die erste Staffel schon geguckt eigentlich und wollten jetzt mit der zweiten anfangen, aber dann konnten wir uns gar nicht mehr so an die erste Staffel erinnern. Wir wussten nur, dass es gut war. Jetzt haben wir die ersten 2 Folgen von der ersten Staffel wieder geguckt. Diese Staffel hat auch nur 8 Folgen, die werden wir jetzt komplett nochmal durchgucken, damit wir mit der zweiten anfangen können. Dann haben wir wenigstens wieder eine Serie gefunden, weil nachdem wir jetzt Umbrella Academy geschaut haben, Academy oder was auch immer, haben wir jetzt zu Ende geschaut. Das war eigentlich ganz gut. Dass am Anfang war es so ein bisschen, wollten jetzt mal gerne wieder eine Serie gucken, die uns so richtig fesselt. Und das haben wir schon lange jetzt nicht mehr gefunden. Oh, ich glaube. Nee, geht noch, oder? Ja, also ich habe meine Wimpern jetzt wieder aufgefüllt. Das sieht jetzt, die sind jetzt auch ein bisschen kürzer. Ich hatte vorher 12 mm und jetzt habe ich 11 mm, weil ich gesagt habe, dass die beim letzten Mal waren die zu lang. Ich muss jetzt hier noch die Wäsche rausholen, die ich gerade angemacht habe und die aus dem Trockner muss auch noch raus. Und jetzt noch eine anmachen, ist zu spät, aber ich stelle die direkt schon mal so ein, dass die morgen früh dann angeht, dass ich die dann in der Mittagspause rausholen kann, weil dann bin ich fertig. Das muss nämlich nur im Trockner. Und die Wäsche hier, die ich aufgehangen habe, wird dann morgen wohl trocken sein. Und dann ist morgen ja mein Kellertag. Da räume ich halt meistens den Keller auf. Ich habe es nämlich jetzt endlich geschafft, dass ich mal wieder hinterherkomme, dass ich jetzt immer meistens Freitag, allerspätestens Sonntag, die Wäsche fertig habe, weil Montag fängt das ganze Spiel ja wieder von vorne an. Geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Und ja, das ist echt doof, wenn man dann doppelt hier die Wäsche hat. Deswegen bin ich dann immer froh, wenn es Freitag weg ist, dass ich dann am Montag hier in einen aufgeräumten Keller reinkomme mit der nächsten Wäsche.
Ja. Dann gehe ich auch ins Bett, weil ich ja dann morgen früh Besuch bekomme. Das ist noch nicht ganz sicher, ob sie jetzt kommt. Sie hat mich nämlich heute Mittag angeschrieben. Sie ist nämlich genauso ein ängstlicher Autofahrer wie ich. Sie ist noch ein bisschen schlimmer. Wir mussten öfter schon unsere Treffen absagen, weil einer von uns irgendwie aus irgendwelchen Gründen Schiss hatte zu fahren oder ja, weil das Wetter halt einfach nicht mitgespielt hat. Und deswegen hat sie gesagt, da das momentan sehr, sehr stürmisch ist, hat sie Angst, dass sie, ja, weil gerade weil sie über Land auch fährt, dass dann nachher irgendwas passiert. Ne? Das ist bei ängstlichen Autofahrern wie uns so, dass man da Angst hat. Und deswegen hat sie gesagt, kann sie es leider noch nicht zu 100% sagen. Das ist aber nicht schlimm, weil die Sachen, die ich geholt habe, die können wir dann auch noch fürs Wochenende nehmen. Und ich werde auf jeden Fall morgen früh Brötchen holen. Und ob sie jetzt kommt oder nicht, dann essen wir die halt morgen Abend dann. Das ist auch kein Problem. Ja, das war's auch heute. Ich habe nicht so viel mitgefilmt, glaube ich. Aber für mich war es sehr anstrengend. Auch wenn man denkt, so 2 Stunden Nägel machen, 2 Stunden Wimpern machen. Das ist ja wohl total easy. Die ist doch nur froh, dass die von den Kindern weg ist. Nein, das ist total anstrengend. Man muss 2 Stunden sitzen und man muss 2 Stunden liegen. Und die Liege ist auch nicht so bequem. Also dann bin ich lieber in Bewegung und mache irgendwas, als die ganze Zeit still zu sitzen. Das kannst du machen. Ich bin kein Typ, der die ganze Zeit so still rumsitzen kann. Ja, wir sehen uns. Ups, das war zu früh. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen und ich wünsche euch bis dahin erstmal einen wunderschönen Tag. Tschüss! Meine Nagelfrau wollte mir eventuell, wenn wir uns einig werden, meine Nagelfräsermaschine abkaufen. Die ist nämlich echt gut. Und jetzt muss ich hier mal in meinem ganzen Kartonmessi-Chaos gucken, ob ich den Karton noch finde. Ich bin jeden Monat hier diesen blöden Keller am Aufräumen. Und nach ein paar Wochen sieht es dann schon wieder so aus, weil ich dann wieder irgendwas brauche. Ich brauchte die Schwangerschaftssachen, die waren ganz unten. Ich habe hier alles runtergeschmissen. Oh Gott, ist das peinlich. Aber ich brauche jetzt hier, müsste irgendwo...